fahren wir jetzt eigentlich nach Silent Hill oder zur Retro-Börse, sag mal. Meistens nicht. Ich sehe nicht viel. Ich sehe da was Rotes aufleuchten. Achso, das ist ein Auto. Okay. Ich glaube, wir brauchen einen Kaffee, oder? Ja. Okay. Wir sind ja auch schon 5 Minuten unterwegs. Achso. Ja, auch noch ein bisschen. Alles klar. Heiko. Noch ein? Noch ein? Ach, noch ein nach oben. Ach, die haben es sogar auf diesmal. Nee, nicht noch ein. Hier, da haben sie nicht mit dem Plastik gespart, du. Heiko. Da haben sie nicht mit dem Plastik gespart.
ein Jahr. Aufkleber hat er. Brauchst du wieder Schund für deine Videos oder was? Schund, ja. Ganz viel Schund. Gib mir mehr Schund. Ist rund. Ist rund. Ja. Ist rund. Und das ist das, was du mir geben wolltest, für umsonst, und die wollen hier Geld dafür. Oh. Frechheit, ne? Nein, ich habe denen gerade einen Tipp gegeben mit dem Spiel, ohne Spaß jetzt. Die haben dann ein Spiel rausgestellt für 25, das locker das Doppelte. Ja, nimmst du mit? Nee, ich hab's ja, sonst würde ich's mitnehmen. Mit ein paar Leute zu sprechen, aber im Moment bin ich so ein bisschen so. Ja. Mr. Stallone, dürfen wir um ein Interview bitten? Aber sicher doch. Kinn so nach vorne, ja? Ja, so ein bisschen so schräg. So. Was haben Sie denn Schönes gefunden? Denn? Zu viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen blind eingekauft. Das sind immer die besten Einkäufe. Saturn Arcade Sticken schön. Ja. Nicht den ich wollte, aber der wurde mir empfohlen am Stand von ja. CDI. Ja, dann, der empfiehlt, glaube ich, das alles, um es zu verkaufen, aber das ja, ist normal. Aber, das ist ein guter Nein, Satz, CDI, ich mag dich. Es steht Hori drauf, das sagt eigentlich schon alles. Mhm. Ist bestimmt aber nicht ja. so gut. Ich habe sogar was geschenkt gekriegt. Nein. Da sieht man jetzt ein bisschen schlechten Pachinko-Controller für PlayStation-Mitspiel. Aber da gibt es
Scheiße. Das war der Terminal. Allerdings nur unter der Prämisse, dass ich da ein Review von mache. Ja, ist doch gut. Aber ich wusste gar nicht, dass es so ein Pachinko-Spiel dafür gibt. Jede, also für eigentlich jede größere Konsole. PC Engine habe ich schon gesehen, Famicom, Saturn weiß ich jetzt nicht, denke ich mal, aber auch ja, und halt PlayStation. Ja, cool. Schön mit so einem Drehknopf-Controller. Bin ich mal gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt. Ein paar Spiele. Oh, wann habe ich das denn gekauft? Im Kaufrausch. Nee, im Ernst. Ich dachte, das hätte ich liegen lassen. Der Dengeki Gamer im Kaufrausch, meine Damen und Herren. Ja. Und mal wieder eine Memory Base 128 für PC Engine. Das ist Speicherkarte, die in den Controller-Port reinkommt. Ja. Ich habe aber kein Spiel, was damit läuft. Aber man hat es schon mal. Ja. Sehr gut. Ist ja nicht das Erste, was ich mir kaufe, weil ich nicht so anfangen kann. Ja, ich glaube, so langsam reden wird schwer, ne, bei der Lautstärke. Ja. Dafür hat man jetzt gute Musik. Ja, der Kollege macht das. Ja, dann vielen Dank. Kein Problem. Und viel Spaß noch. Ja, wünsche dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Jeder Ansatz, also mindestens jede Silbe, Zeile, besteht halt aus einem neuen Stempel, was ich halt auch alles einzeln einlesen muss und wieder schneiden muss und am Ende nochmal nach feintunen muss und so. Also für mich ist das ja alles Bahnhof erstmal. Aber ist die Mucke GEMA-frei? Gut. Hallo und herzlich willkommen zum Ausbeuten-Video. Ich möchte mich vorweg ein bisschen entschuldigen, denn ich habe nicht so viel aufnehmen können bei der Börse. Das lag einfach wirklich daran, also die Börse in Oberhausen ist von der Location her angenehmer. In Bochum ist es ziemlich eng, auch wenn das jetzt auf 3 Etagen ausgeweitet wurde. Aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich in Bochum so langsam aus den Nähten platzt, aus allen Nähten, und ich konnte wirklich nicht so viel aufnehmen. Ich hatte zwar jetzt die Möglichkeit, eine Stunde eher reinzukommen, um ein paar Aufnahmen zu machen, habe ich auch getan. Leider, wirklich, es tut mir leid, aber als dann wirklich Einlass war, es ging einfach nichts mehr. Ich war, glaube ich, mehr draußen als drin, und ja, trotzdem, trotz allem war das wirklich eine super Börse, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viele Leute dort getroffen, die ich auch aus YouTube zum Beispiel kenne. Ja, ich habe diesmal auch nicht so viel eingekauft, muss ich zugeben. Ich habe aber Sachen gekauft, die ich unbedingt haben wollte, definitiv. Und ich fange jetzt einfach mal an, ohne lange Umschweife. Und zwar haben wir hier einmal diese niedliche Jubiläumstasse. Für 5 Euro. Dann ein bisschen was zu schmökern. Und zwar hier so Dreamcast-Lösungsheftchen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das normale Spielezeitschriften sind mit Tests und so weiter. Aber ich habe wohl dass Lösungen hier, was da steht, überlesen, und es sind wirklich nur Tipps und Tricks. Auch nicht weiter tragisch. Man kann immer mal so eine Hilfe gebrauchen. Dann habe ich mir vom Return-Stand ein paar Zeitschriften geholt, und zwar hatte ich die, welche Nummer ist das? Die Ausgabe 21 habe ich mir am Kiosk, also die erste, die im Kiosk erschienen ist, habe ich mir mal geholt, und ich fand die wirklich gut. Jetzt ohne Spaß. Super Alternative zu Retro Gamer, und die hatten da halt auch einen Stand, und ich habe mir die dort verkauft wurden, alle geholt. Ein bisschen was zum Nachlesen auf jeden Fall. Ja, auch schön qualitativ, sehr nett. Dann war der Peter war auch da, und der hat mir da so eine Tüte mitgebracht. Oder Tüten.
Und zwar, klasse, von Resident Evil. Dem Remake ist das hier. Und Resident Evil 4. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Ah, hier haben wir noch, wie heißt das, Onimusha? Genau, Onimusha 2, aber das ist für mich nicht so relevant. So. Dann gab es da diesmal welche, die da diese Schutzhüllen verkauft haben. Und das war einer, der hat mir erzählt, dass er die in Deutschland herstellen lässt. Der hat irgendwie über 4500 Spiele zu Hause, meinte er, und es lohnt sich nicht für ihn. Oder besser gesagt, es hat sich eher für ihn gelohnt, die selbst herstellen zu lassen, von den Kosten her. Ja, und da ist er halt wohl auf den Geschmack gekommen und hat gemeint, ja, kann man doch auch vertreiben, warum nicht. Ich habe jetzt für, also ich habe gesagt, pass auf, was kosten die? Ja, 1 Euro das Stück, ist okay. Ich habe gemeint, hier hast du 30 Euro, wie viel kriege ich dafür? Verrechnen kann, klar. Aber die Absichten natürlich dahinter sind klar. Und er meinte, ja, pass auf, hier hast du 33 Stück. Ja, kann man immer gebrauchen. Dann von dem netten Tronimal ein Shirt von dem Tronimal. Ja, hat er dort verkauft. Hat gefragt, oder ich habe gefragt, was das kostet. Und er hat halt gemeint, ja, also ich sag mal so, hat er gesagt, 15 Euro, wenn ich 15 Euro kriege, habe ich nichts daran verdient quasi. Und ja, da ich ja auch kein Unmensch bin, habe ich gesagt, okay, hier 18 Euro kannst du haben. Ich finde das T-Shirt richtig cool. Ich bin zwar, ich muss ehrlich sagen, nicht der Gameboy-Mensch, aber das T-Shirt hat was auf jeden Fall. Dann haben wir hier ein Spiel, das nennt sich Red Gravity. Und als ich das gesehen habe, war ich ein bisschen verwirrt erstmal, weil ich dachte, die EVP muss man so halten. Und dann wollte ich nach hinten schauen und dann war das auch irgendwie verkehrt. Und dann habe ich es umgedreht und dann irgendwann habe ich erst gecheckt, dass das wirklich die richtige Seite ist. Ich habe, das war so ein Überraschungskauf, sage ich mal. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich habe vorher noch nie was davon gehört. Ich habe es einfach gekauft. Gekostet hat mich das 35 Euro. Mag ein bisschen teuer klingen. Ich habe auch keine, ich habe echt keine Lust auch gehabt, irgendwie recherchieren und hier und da. Ich habe einfach, ach, weißt du, hier 35 Euro von mir aus. Und ich lese hier gerade, ein Red Comic Buch ist inbegriffen. Vielleicht hätte ich vorher mal reingucken sollen. Denn das Comic scheint nicht drin zu sein. Aber mein Gott. Ah, doch, natürlich ist das drin. Ist in der Anleitung. Ja, coole Sache. Also ich muss sagen, ich habe das Spiel gekauft, weil mich das Cover angesprochen hat. Das Cover war wirklich mit diesem... dieser Spielerei fand ich klasse. Ich habe es jetzt geholt. Werde wahrscheinlich hier auch irgendwelche Gameplay-Videos einfügen und ist bestimmt ganz spaßig. Dann, was mich... Nein, die guten Sachen zum Schluss. Ich habe mir noch ein paar PS1-Titel gekauft. Nuclear Strike, der Nachfolger von Soviet Strike oder Vorgänger, ich glaube Nachfolger, 4 Euro. One für die PS1, 3 Euro. Project Overkill hat mir noch gefehlt, in einem sehr leckeren Zustand. Hier steht 35 Euro, das war aber mit so einem Tauschgeschäft verbunden und ich habe quasi nichts wirklich gezahlt dafür. Dann Gun Gage, sagt mir gar nichts. Habe ich gezahlt mit Nightmare Creatures. Zusammen 15 habe ich gezahlt. Das Nightmare Creatures hatte ich zwar schon, aber ich hatte nur die lose CD. Jetzt habe ich es komplett. Psychic Force kenne ich noch von früher. Das ist auch ziemlich crazy, das Spiel. So ein bisschen Dragon Ball mäßig, wo sie alle rumfliegen und sich bekämpfen. Ganz nett. Dann, worüber ich mich sehr gefreut habe, und das war auch eines der Spiele, die ich vorgenommen hatte, mir zu kaufen. Und zwar war das, oder ist es, Chaos Break. Ein sehr netter Klon von Resident Evil. Und der Kollege, der halt auch diese Preise hier überall hatte, mit diesen komischen Aufklebern,
Der hatte da auch ein Spiel, und zwar Heberekis Popoito, oder wie das heißt. Das ist ein ziemlich teures, seltenes PlayStation-Spiel. Und ich habe es auf dem Trödel gefunden gehabt, mir fehlte aber leider die Anleitung. Und er hatte die Anleitung da und ich hatte halt gefragt, ob er die Anleitung separat verkaufen würde. Ja, hin und her und her und hin. Und er meinte, okay, nehmen Sie mit, gib mir einen Zehner. Fand ich in Ordnung. Ich meine, ein Zehner für eine Anleitung kann man jetzt natürlich sagen, bist du irre. Aber ich habe das Spiel jetzt auf jeden Fall komplett. Die Anleitung hat mir nämlich gefehlt. So. Kommen wir. Das ist auch gleich schon wieder vorbei. Also, ich habe echt nicht viel geholt. Kommen wir zu dieser kleinen Geschichte. Und zwar ist das The Misadventures of Tron Bonnie oder Bonne oder wie man das auch ausspricht. Hallo. Auch ein ziemlich teurer Titel, ist leider auch ohne Anleitung. Die CD ist aber in einem guten Zustand. Ich hatte zuerst gefragt, was der haben möchte, der Kollege, und er fing an, ja, auf meiner Liste steht 84, kannst du für 80 haben. Ah, habe ich gesagt, nee, ist mir zu viel, ohne Anleitung. Ja, was würdest du ihm geben? Habe ich gesagt, ja, 50 wäre ich bereit. Hat er sofort okay gesagt, wahrscheinlich, ja, war das auch für ihn okay. Dann habe ich mir die CD angeguckt und die CD hinten hatte irgendwie so, keine Ahnung, sah aus wie Schimmel oder sowas oder Flecken. Und ich habe gemeint, ah, weißt du was, ich nehme es mir nicht übel, ich will es erstmal nicht haben. Vielleicht komme ich später nochmal. Okay. Dann bin ich da nochmal hingegangen und habe gemeint, du, pass auf, ich habe zwar 50 gesagt, aber ich bin halt davon ausgegangen, dass die CD in einem guten Zustand ist und dass da nicht irgendwelche Schimmel... Ja, hat er gemeint, red nicht so viel Sachen, was du geben willst. Ich habe gemeint, weißt du, ich möchte das ja auch nicht schlecht reden oder schlechter reden, als es ist. Ist es ja nicht. Sag du was, ja, meint er 35, meinte ich so, ja, ich hatte 25 im Sinn, treffen wir uns bei 30, ja, habe ich es im Endeffekt dann für 30 Euro gekriegt, ich denke, kann man nicht meckern für das Spiel, ist, glaube ich, eines der letzten richtigen Capcom-Titel für die PS1, oder was heißt richtige Cap, eines der letzten richtigen PlayStation 1-Titel, die erschienen sind, bevor dann irgendwie diese Welle mit diesen Billigspielen angerollt ist, glaube ich, von, wann ist das? Von 99, ja, also schon ziemlich spät. Aber für 30 Euro habe ich gesagt, mache ich. Alles gut. So, und das letzte habe ich mich auch ziemlich drüber gefreut. Und zwar ist das Mosquito Man für die PS2. Auch ein ziemlich, ich weiß nicht, ist es selten? Ich habe es auf jeden Fall nie günstig gesehen. Aber mich hat das Spiel interessiert, weil es eine ziemlich verrückte Spielidee hat. Also man spielt da so ein Moskito in so einer Wohnung und ja, muss halt Blut saugen. Und das war halt, die Idee an sich war ziemlich crazy, fand ich. Und ja, und es hat nur 9 Euro gekostet. Ich meine, für den Preis habe ich es sofort, also ich hätte auch ein bisschen mehr gezahlt dafür, aber ja. So, was wäre aber eine Retro-Börse ohne einen Kauf einer Konsole von mir? Und ich habe diesmal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen. Und ja, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar habe ich mir die Turbo Duo R, die PC Engine Turbo Duo R geholt. Und die ist, wie haben die Kollegen das gesagt? Recap Edition, was auch immer. Also keine richtige offizielle Edition. Auf jeden Fall Recap bedeutet, das Ding ist von Grund auf gereinigt, die Elkos wurden getauscht und irgendwelche komischen Terminator-Legierungen wurden gemacht. Ach, keine Ahnung, irgendwas wurde auf jeden Fall gemacht, sodass das Ding wohl die nächsten 10 Jahre definitiv nicht schlapp macht. Und vor allen Dingen ist das in einem echt tadellosen Zustand und ich wollte das Ding schon so lange haben und ursprünglich war der Preis bei 380.
Und ich glaube, da haben 100.000 Leute nachgefragt, aber der Preis war halt ein bisschen hoch, auch wenn es gerechtfertigt ist. Das Ende vom Lied ist, dass ich gegen Feierabend hin nochmal hingegangen bin und habe gemeint, du, mich interessiert's aber nicht für den Preis. Irgendwann hin und her haben wir uns auf 340 geeinigt. Die waren zufrieden, ich war zufrieden. Und ja, das war's auch schon. Das sind die Sachen gewesen, die ich mir von der Retrobörse mitgenommen habe. Ich bin definitiv zufrieden. Ich habe einige PS1-Titel, die mir noch fehlen. Die Anleitung habe ich gefunden und diese tolle Konsole auf jeden Fall. Ja, was bleibt mir noch am Ende über die Retrobörse zu sagen? Es ist wie immer, es gibt Lichtblicke und Schattenseiten, wie es halt immer so oft der Fall dort ist. Man hat da manchmal Preise gesehen, also ja, wo ich nur den Kopf schütteln konnte. Aber im Endeffekt, ich reg mich da nicht mehr wirklich drüber auf. Also ich sag nur, okay, ist dein Ding. Wenn du meinst, du kriegst das für den Preis los, dann ist es so. Aber ich habe mich ja früher darüber immer aufgeregt. Aber im Endeffekt ist das eigentlich nur verschwendete Energie. Mein Gott, derjenige, der das verkauft, der kann dir auch sagen, hier, ich will, keine Ahnung, ich will für das Peter Pan will ich 10.000 Euro. Hast ein Problem damit? Nein, habe ich nicht. Wenn du dafür 10.000 Euro willst, dann ist es halt so. Ob du es dann verkauft kriegst, ist deine Sache. So sehe ich das mittlerweile. Also, mir ist das egal im Endeffekt. Aber trotz allem war das echt eine sehr feine Börse. Und der Kollege Heiko, der hat da auch einen anderen Kollegen jetzt kennengelernt. Und zwar ist das von Factor 5, der Lutz irgendwas. Tut mir leid, ich habe den Nachnamen vergessen. Ich werde da wahrscheinlich jetzt gekillt für. Aber ich habe mich mit Factor 5 nicht so sehr beschäftigt wie der Heiko damals. Der Factor 5, wer die nicht kennt, googelt's. Da war der Chris Hülsbeck dabei und Lutz Osterkorn, hieß der Osterkorn? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemliche Berühmtheiten in der Videospiel-Anfangs-Ära-Zeitgeschichte. So. Ich habe wieder zu viel gelabert. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, das Video mit dem Mega-Monster-Fund ist in Bearbeitung. Es dauert ein bisschen, aber ich gebe mir Mühe auf jeden Fall. Ich schiebe schon Nachtschichten. Ja, viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ach du meine Güte. Ach du Scheiße. Oh. Okay.